Hallo, heute zeige ich euch, wie man ein Array aus Lampen erstellen kann. Dazu markiere ich mal kurz diese Standardlampe in der Standardszene und dann werdet ihr feststellen, es gibt hier nicht die Möglichkeit, einen Modifier, also auch keinen Array-Modifier einzufügen. Daher müssen wir da ein bisschen tricksen. Dazu entferne ich als erstes mal den Cube und mit Shift-A Mesh eine Plane. So, dann nehme ich die Lampe, drücke Alt-G, um die Transformation wegzunehmen, sie auf den Nullpunkt zu setzen. Und als erstes, jetzt ist die Lampe noch selektiert, parente ich die Lampe gleich mal, markiere mit Shift noch die Plane und dann Ctrl-P und parente die Lampe an diese Plane. Damit folgt die Lampe hier überall der Plane und sie sitzt genau in der Mitte im Nullpunkt im Origin. Alles, was wir jetzt noch zu tun haben, ist hier mit der selektierten Plane in das Objektdatenmenü zu gehen und dann hier unten bei Duplication auf Faces klicken. Damit, wenn wir hier mal drüber bleiben, Duplicate Child Objects on All Faces. Das bedeutet, er dupliziert jetzt diese Lampe auf die obere und auf die untere Fläche. Die obere ist jetzt nicht so schlimm, aber die untere noch. Da haben wir dann nachher die Lampe, die dann nach unten leuchtet. So, wenn ich jetzt hergehe, kann ich dieser Plane natürlich einen Modifier zuweisen. Array. Machen wir hier mal 3. Und den kopieren wir. Nehmen hier X-Wert auf 0 und den Y-Wert auf 1. So. Und jetzt tun wir uns mal noch eine Plane, damit wir auch was sehen. Skalieren die etwas größer. Geben ihr ein Material. Neu. Damit man es auch schön sehen kann. Machen wir es schön dunkel. Und setzen hier die Hardness voll hoch. Schauen uns das Ganze mal an. Ziehen die Kamera noch ein bisschen daher. Und etwas nach hinten. Das war zu weit. Erstmal hier Clipping End auf 10.000. Und dann GZZ. Und ziehen wir das mal so bis hierher. Und dann schauen wir mal. Man sieht nicht das, was ich erwartet habe. Warum? Damit der Effekt funktioniert. Ich zeige euch das mal hier in dem Outliner. Da kann man das nämlich gut sehen. Das war jetzt falsch. Hier. Das ist diese Plane, wo unsere Lampen dranhängen. Aber wenn man sieht, die Lampe, die ist hier direkt an die Plane geparented. Und unsere Array-Modifier, die sitzen hier unterhalb der Mesh-Daten. Das heißt, wir müssen erstmal diese Modifier applyen, damit sich die Modifier dann auch auf diese Lamp auswirken. Also markieren wir die Plane, gehen in den Modifier-Tab, klicken hier auf Apply. Schon haben wir hier 3 Lampen sitzen und klicken hier nochmal auf Apply. Und schon haben wir hier die anderen 6 Lampen sitzen. Und wenn wir das jetzt rendern, bitteschön, ein Array aus Lampen.